Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video Tipps beim Drehen Nummer 2. Heute zeige ich euch, wie ihr mit Formstelle einen 90 Grad Kegel und einen 60 Grad Kegel drehen könnt. Also ich habe das nur mit Formstelle gemacht. Ich habe den Oberschlitten nicht verstellt der Drehmaschine. Da gibt es ein paar Punkte, die man beachten muss. Ist aber nicht so tragisch. Ja, und warum macht man das nicht einfach Oberschlitten auf die Gradzahl stellen? Das kann man natürlich auch. Nur ist es so, wenn ich jetzt den Oberschlitten verstelle und habe jetzt eine Digitalanzeige und stelle es wieder zurück auf 0, stimmen meine ganzen Maße nicht mehr. So. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr das machen müsst. Ja, als allererstes spanne ich mein Werkstück ein. Und da ist schon wichtig, nicht zu weit ausspannen. Das ist einfach dann stabiler. Den Formstahl mit der Zentrierspitze auf Mitte stellen. Und ihr müsst den halt danach ein bisschen nachstellen, wenn wir den Kegel machen. Wenn er zu weit unten ist, dann muss er halt noch ein bisschen höher gestellt werden. Jetzt zeige ich euch das erstmal trocken. Also ich stelle jetzt da so einen Millimeter zu, dann fahre ich halt runter bis kurz vor die Mitte, dann fahre ich wieder hoch und dann komme ich zum nächsten Millimeter. Und ihr müsst es so quasi versetzt runterdrehen. Und das zeige ich euch jetzt, wie das richtig ausschaut. Thank you.
Die Oberfläche arbeite ich jetzt noch mal ein bisschen nach. Dazu benutze ich so eine Schmirgelhilfe und so ein Schmirgelpapier, so ca. 400er oder 320er war das. Das müsste man ein bisschen nass machen mit Bohrwasser. Wichtig ist, dass ihr gegen die Spindel arbeitet. Also ich habe es verkehrt rumlaufen lassen, also im Uhrzeigersinn. Und ich arbeite deswegen unten, falls ich abkomme mit der Schmirgelhilfe und ins Futter hineinfahre, dann haut es die Schmirgelhilfe nach unten weg. Also wenn ich nach oben arbeiten würde, würde es mir entgegenschleudern. Und so sieht es dann fertig aus. Dasselbe Prinzip wie beim 90 Grad Kegel, auch wieder so versetzt fahren. Am besten schaut jetzt einfach das Video an. Jetzt bearbeite ich die Oberfläche nach. Der hat sich nicht so schön drehen lassen. Das mache ich jetzt mit einer Feile. Damit die Fläche schöner wird, habe ich sie ein bisschen mit Kreide eingeschmiert. Wichtig, wenn ihr sowas macht, dass ihr unterhalb des Futters arbeitet. Das heißt, ich lasse jetzt entgegengesetzt laufen. Nochmal die Wiederholung. Und arbeite jetzt da unten. Falls ich ins Futter nämlich reinkomme, wird die Feile nämlich ins Bett geschleudert und so wird es ins Gesicht kommen, wenn ich jetzt oberhalb arbeiten würde. Das ist alles, was ihr beachten müsst. Ja, und auch hier poliere ich die Fläche wieder mit einem Schmirgelpapier und ich benutze auch wieder hier so eine Schmirgelhilfe. Und auch wieder nach unten arbeiten, weil sie ins Futter reinkommt, dass es nach unten schlagen wird. Und das ist alles. Und so sieht er dann aus der Nähe aus. Nicht so schön wie der erste. Thank you.
Das war es jetzt auch schon mit unserem Video. Hier nochmal den 60 Grad und den 90 Grad Kegel. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Und für was wir die benötigen, das zeige ich euch dann im nächsten Video. So, Kegel drehen nur mit Formstellen, das ist halt eine Übungssache. Das wird beim ersten Mal nicht hinhauen. Das ist halt Learning by Doing. Ihr habt ja gesehen, ich hatte auch so meine Probleme. Ich habe euch aber auch gezeigt, also ihr könnt es ja mit einer Feile nachbearbeiten oder mit einem Schmirgelpapier. Und wenn es gar nicht hinhaut, dann könnt ihr immer noch euren Oberschlitten verstellen. Das ist ja kein Problem. Ja, an dieser Stelle bedanke ich mich wieder fürs Einschalten. Hoffe, ihr habt was gelernt. Und wenn ihr Fragen habt, dürft ihr mich gerne anschreiben. Schreibe ich euch natürlich zurück und versuche das zu beantworten. An dieser Stelle, wie immer, lasst mir doch ein paar Kommentare da, ein bisschen Feedback, wie hat es euch gefallen, was kann man besser machen, würde ich mich sehr freuen. An dieser Stelle wünsche ich jetzt euch noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Video, macht's es gut, Servus.